Weiter mit Victoria 3. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen live auf Twitch. Für YouTube zeichne ich auf und ich hoffe, ihr kommt alle gut mit. Wir kratzen an der Oberfläche. Es gibt noch so viel zu erklären. Ich bin so froh, dass ich so viel Zeit schon in das Spiel reingesteckt habe. Sonst würde ich mich hier nur ein bisschen durchklicken, mit euch Dinge ausprobieren und ich könnte euch keine Orientierung geben. Ich hoffe, auf diese Weise ist das hier für euch hilfreich. So, wir machen mal weiter. Wir haben schon die ersten Erlasse erlassen. Wir haben uns grob die Politik angeguckt. Wir haben die Basiswerte unserer Belgier, unseres Staates uns angeschaut. Unser Ziel ist es, ich will den Leuten mehr Lebensstandard bieten beispielsweise. Wir wollen mehr Einwanderung haben, mehr Bevölkerung, das Bruttoinlandsprodukt steigern, Alphabetisierung hochtreiben. Das sind die Werte hier. Und irgendwann vielleicht den Sprung machen von einer Kleinmacht rauf, eine Stufe rauf zur Mittelmacht. Das wäre eine sehr coole Geschichte. Unser Ruf ist uns ein guter. Ihr seht das links unten. Wir gelten als achtbar. Noch haben wir keinen verärgert. Das ist sehr, sehr hilfreich. Jetzt geht's ins Kleingedruckte. Jetzt geht es an die einzelnen Waren. Das Erste, was wir machen, ist, wir wollen dafür sorgen, dass die Gebäude, dass wir schneller Gebäude bauen können. Gebäude werden von uns nämlich nicht durch einen Klick irgendwo auf der Karte platziert, sondern wir brauchen wiederum Gebäude, die Gebäude bauen. Ja, es ist nicht einfach. Man braucht Gebäude, Bausektoren heißen die im Spiel und die bauen Gebäude. Und je mehr Bausektoren mehr hat, desto schneller können wir Gebäude bauen. Ja, das heißt, wir bauen mal überall ein paar Baugebäude hin. Wir haben zwei Regionen, Flandern und hier unten Wallonien. Und zur Orientierung, schaut mal, die sind unterschiedlich stark wirtschaftlich. Die hier vorne. Das hier oben, das ist die dollere Region der beiden, die wir haben. Hier in Flandern selber, in der Übersicht seht ihr, erstmal, es werden nur 43 von 112 Infrastrukturpunkten genutzt. Also Infrastruktur wird durch Eisenbahn zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben hier Luft nach oben. Wir können ja jede Menge Gebäude noch hinsetzen, die Infrastruktur brauchen, ohne dass wir irgendwann Probleme bekommen. Etwas anders sieht das aus hier unten. In Wallonien, hier nutzen wir 51 von 64. Natürlich kann man für mehr Infrastruktur sorgen, aber das ist teuer. Eisenbahn ausbauen oder innerhalb der Eisenbahn neue Produktionsmethoden einführen. Ne? Und noch eine Sache, schaut mal da drunter, Besteuerungskapazität. Wir haben so wenig Steuerbeamte bei uns. Mit Ach und Krach, schaut mal hier, Besteuerungskapazität, bekommen wir die Menschen, die hier arbeiten und von denen wir Steuern belangen, einziehen. Mit Ach und Krach bekommen wir die besteuert. Wenn wir viele neue Gebäude hinsetzen, wo wir noch mehr Abgaben uns holen wollen, dann klappt das gar nicht mehr komplett. Dann kriegen wir prozentuale Abzüge. Anders sieht das aus hier vorne. Hier sind wir jetzt auch nur knapp eins drunter. Hier müssen wir auch demnächst ein Gebäude bauen, aber hier lohnt sich das auch. Denn hier ist die Infrastruktur so groß. Hier leben auch 2,5 Millionen Menschen. Und wir haben einen Pool von nicht beschäftigten Leuten. Da unten seht ihr das von 353 Bauern, in Anführungszeichen. Also von der Leute, die Subsistenzwirtschaft betreiben. Die können wir alle hochziehen in die neuen Gebäude noch. Und hier vorne in Wallonien, da sind das nur 1,5 Millionen. Wir sagen mal, wir kümmern uns auch um Wallonien, aber Schwerpunkt beim Ausbau ist Flandern. Wir gehen einmal nach Flandern hin. Und jetzt gehen wir in die Gebäude rein und errichten hier vorne ein Baugebäude. Die Gebäude, die man setzt, sind unterteilt in Stadtgebäude. Das sind die hier vorne. Dann in Ressourcen. In Landwirtschaft und in Entwicklung. Das sind die vier Kategorien. Ja, Landwirtschaft selbsterklärend. Also Getreidefelder, Weizenfelder, Viehhöfe. Das ist immer verhängt von der Region ab. Also wenn wir in Asien wären, könnten wir ja Reisfelder anlegen. Und hier sind es halt Weizenfelder. Und bei den Ressourcen ist es ein bisschen komplizierter. Fische kann man natürlich nur da fangen, wo man auch eine Küste hat. Das ist die Region an der Küste. Deshalb gehen hier Fischereianleger. Hier vorne wiederum im Binnenland, Wallonien, hat keinen Zugang zur Küste. Hier kann man an Ressourcen keine Fische fangen, aber Kohleminen bauen, Eisenminen bauen, Bleiminen sogar errichten. Alles Dinge, die man in der anderen Region nicht kann, weil da die Ressourcen fehlen. Hier können wir also nur Holz und Fische fangen. Holz schlagen und Fische fangen. Und hier können wir die ganzen Minen bauen. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall Minen errichten. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Ja, aber für den Bau brauchen wir Bausektoren, damit es mit dem Bau schön schnell vorangeht. Wir gehen hier vorne hin nach Flandern und gehen runter in die Entwicklungsgebäude und erhöhen den Bausektor. Wir haben bis zu 15 Bausektoren, können wir errichten. Das sind die Baukomplexe, also die
die Firmen, die Bauarbeiter losstellen und Infrastruktur gebieten, damit Gebäude hochgestellt werden können. Und diese Bausektoren, Achtung, es klingt jetzt ein bisschen aberwitzig, aber ich meine es ganz ernst, diese Bausektoren produzieren Bau. Ja, tut mir leid, so nennt das Spiel das halt, ne? Weizenfelder produzieren Weizen, Viehhöfe, was weiß ich was, Bausektoren produzieren Bau. Ja? Und Bau braucht man, um bauen zu können. Wer hätte das gedacht? Aber es sind nicht die Bauern, die das machen. Kalor-Alarm beendet. Also wir investieren in den Bausektor. Wir bekommen dadurch 5 mehr an Bau. Schaut mal da oben. Im Augenblick haben wir eine Kapazität von 15 Bau. 5 Bau ist der Grundwert, mit dem wir in die Partie gestartet haben. Wir haben hier vorne in Flandern einen Bausektor. Wir haben hier vorne in Flandern und in Wallonien haben wir jeweils einen Bausektor. Genau. Jeder produziert auch 5. Das heißt, rechts oben seht ihr, 15 Bau können wir die ganze Zeit mobilisieren. Das reicht aus. Natürlich können wir mit 15 Bau alle Gebäude bauen. Aber es dauert halt sehr, sehr lange. Jetzt ist die Frage, sind wir geizig oder investieren wir? Denn diese Baugebäude, natürlich wollen wir schnell neue Gebäude haben. Im Kleinen fängt es an nachzudenken. Natürlich wollen wir schnell neue Gebäude haben, damit die Wirtschaft in Schwung kommt und damit alles dann in Gang gesetzt wird. Aber die brauchen ja auch laufend Unterhalt. Die Frage ist natürlich, wir brauchen ja auch Geld nachher für das Bauen. Was ist das, die angemessene Anzahl von Bausektoren? Wenn wir zu viele Bausektoren haben, schaut mal hier im Spiel, das ist ein Regierungsgebäude, kein privates, dann verbrauchen die Geld ohne Ende. Die verbrauchen erstmal Güter die ganze Zeit, Werkzeuge, Tuch, Holz und Eisen. Wer muss es kaufen? Die Staatskasse, euer WB und ihr. Müssen wir laufend Geld für die ausgeben. Wir haben auch Beschäftigungseffekte, ihr seht es, bei den Klassen der Bürokraten, Arbeiter, Büroangestellten, Maschinisten, da erzeugen wir Arbeitsplätze, das ist gut. Wir sehen unten einen Wert Urbanisierung, gucken wir uns später an. Ja? Also wenn wir zu viele von diesen Bausektoren bauen, dann müssen wir die ganze Zeit laufend ganz viel Geld für die ausgeben, auch wenn die gar nicht bauen. Und haben dann eventuell irgendwann gar kein Geld mehr, um Gebäude bauen zu können, dann ist es egal, ob wir die schnell bauen können. Weil wir sind ja pleite. Andererseits, wenn wir nicht mehr Baugebäude bauen, dann bauen wir alles super langsam und dann kommen wir auch nicht in Gang. Wir machen mal einen Mittelweg, so einen kleinen Kompromiss. Danke an Magus fürs Abo hier. Forza Vettel, danke dir. Wir bauen einen Bausektor hier vorne dazu, einen hier und einen bauen wir hier dazu. Dann produzieren wir in Summe, wenn die fertig sind, haben wir dann 10 mehr. Dann haben wir 25 und ihr seht oben, das wird jetzt über Zeit ein bisschen gebaut. Dauert etwas Zeit, die werden gleichzeitig gebaut, auch wenn das hier nicht angezeigt wird. Also es kann sein, dass die Bausektoren, also normalerweise ist das so, dass auch Gebäude parallel gebaut werden können in verschiedenen Regionen. Aber es kann sein, dass bei den Bausektoren anders ist, das weiß ich gerade nicht genau. Also hier laufen schon mal die Gebäude, das machen wir, dann machen wir einen Haken hinter. So, nächster Schritt ist, wir schauen uns mal an bei den auf dem Markt bei den Waren. Halten wir mal Ausschau. Wir schauen uns mal an bei den Marktpreisen. Wir beginnen mal mit den Grundbedarfswaren. Und bei den Marktpreisen, was ist teuer und was ist billig? Dass es teuer ist, das sollten wir eventuell exportieren. Weil da kann man woanders gut Geld mitmachen und so weiter und so fort. Und das, was billig ist, exportieren wir. Das, was teuer ist, importieren wir grundsätzlich. Dann seht ihr hier einen Wert Verkaufsaufträge und Kaufaufträge und ein Saldo. Das heißt, da wo mehr eine Ware, die mehr versucht wird, auf dem Markt eingekauft zu werden, hat eine extrem hohe Nachfrage und dementsprechend ist der Preis höher, logischerweise. Ne? Und Sie können also auch einfach auf den Saldo hier klicken und dann sehen wir zum Beispiel Holz, gibt es in rauen Mengen, Preis ist relativ gering hier und so weiter. Unsere Holzfällerbetriebe, die werden nicht so gut laufen, werden keinen dicken Profit haben und so weiter. Ja? Und das Erste, was ich aber gerne machen würde, WB der Geizkragen. Ich hole mal meinen inneren Schwaben oder meinen inneren Schotten raus und ich guck mal, unsere Regierungsgebäude. Wir haben Gebäude, die gehören nur uns. Die anderen Gebäude gehören Privatleuten. Aber ein paar Gebäude, da müssen wir als Staat für auskommen. Ich will gerne, dass die Sachen, die wir da brauchen, dass wir die billig bekommen. Das kontrollieren wir mal als Erstes. Ich will, dass wir ein dickes Plus hier oben haben. Ist jetzt schon weniger als eben, weil wir im Bau reingegangen sind. Ja, Phoenix, danke dir. Mike, danke dir. Und wir schauen mal rein in die Waren.
teure Regierungswaren. Das sind so Tipps, die einem immer gegeben werden. Papier sei im Augenblick zum Beispiel relativ teuer, wird oben gezeigt. Wir können das aber auch direkt kontrollieren. Bei den Gebäuden gehen wir mal systematisch schauen. Und zwar, wir gehen mal in einer Region gucken. Also die zentralen Gebäude sind Häfen zum Beispiel, Kasernen, Eisenbahnen, Bausektoren. Das sind unsere Gebäude. Das sind die staatlichen Gebäude. Die sind bei Entwicklung aufgeführt. Die Bausektoren verbrauchen Werkzeuge, Tuch, Holz, Eisen. Das wollen wir halbwegs billig bekommen. Wenn wir es zu billig bekommen, kann es sein, wenn wir davon selber auch was, wenn wir private Betriebe haben, die Tuch oder Holz herstellen, dass die pleite gehen. Wenn die zu billig werden, aber ich will ein bisschen kümmern prokern. Gar kein Problem stellt das allerdings dar bei einer Ware wie in Kasernen zum Beispiel. Handfeuerwaffen und Artillerie. Ich gehe mal in den Tooltip hin. Ihr seht Handfeuerwaffen. Die werden ausschließlich von unseren, vom Staat nachgefragt. Ausschließlich von den Kasernen und den Einberufungszentren. Das heißt, es gibt gar keine Privatleute, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Und die sollen billig sein. Ich will billig an meine Wummen rankommen. Ja? Ich will billig Waffen haben und billig Kanonen. Und das gilt für Artillerie, das gilt für Handfeuerwaffen. Und dann gucken wir das hier noch bei den Häfen nach. Da brauchen wir Clipper. Clipper, also Schiffe. Die brauchen wir für die Konvois, für die Handelsrouten und die will ich auch gerne billig beziehen. Ja? Also wir brauchen Clipper, wir brauchen Waffen, Artillerien, Eisen, Holz, die Papierfabriken. Wir brauchen viel Papier verbrauchen. Ja, Papier wird privat hergestellt in Papierfabriken und Papier ist extrem teuer. Und jetzt wird schon komplizierter. Papier wird privat hergestellt, aber das ist wahrscheinlich so teuer. Also entweder, weil wir zu wenig von den Papierfabriken haben oder weil Holz und Schwefel bei denen auch teurer sind. Ketten ohne Ende. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach rein. Wir checken erstmal die Sachen, die wir tatsächlich brauchen. Wir gehen einmal rein in die Militärwaren und checken erstmal das, was simpel ist. Wir überprüfen einmal die Handfeuerwaffen und einmal die Artillerie. Bei den Handfeuerwaffen stellen wir fest, wir stellen die kaum her. Wir haben ein Gebäude, das das Ganze herstellt. Wir haben hier vorne in Flandern eine Waffenfabrik. Eine Waffenfabrik. Hier vorne haben wir gar keine in Wallonien. Nur hier eine. Wir stellen ein bisschen was her. Wir müssen auch gar nicht selber herstellen. Wir können das auch importieren. Wir gehen in den Markt rein. Wir checken die Waffen hier vorne, die Handfeuerwaffen. Und wir schauen mal, dass wir die importiert bekommen. Wir überprüfen mal bei den beiden, ob es schon bestehende Handelsrouten gibt. Wir gehen in den Marktreiter rein, in den Reiter für die Handelsrouten. Das sind alle Routen, die es im Augenblick gibt. Gehen einmal durchgucken und stellen fest, nein, Clipper werden schon importiert, das ist cool. Aber weder Handfeuerwaffen noch Artillerie. Wir holen uns eine Importroute. Gehen einmal auf die verfügbar sind. 7 verfügbare gibt es. Die sind genau hinter mir. Seht ihr die? Hallo, da steht Handfeuerwaffen. Einmal hier drauf. Und die werden uns angeboten. Und jetzt wird's heftig. Das kostet uns als Staat wahnsinnig viel Geld, die einzurichten. Weil der Preis ist da auch überall super hoch. Wenn ich hier hinklicke und wenn wir selber, die Handelsroute läuft für uns, ist ein Minusgeschäft. Ja? Also wir können jetzt Zölle erheben, aber wir müssen Personal aufstellen, die das Ganze abwickelt und betreut. Und die Handel und diese Importroute zu betreiben, kosten Schweinegeld für uns. Die Frage ist, wird es dadurch überhaupt billiger für uns? Der Preis der Handfeuerwaffen sinkt dramatisch. Schaut mal da, da steht, es geht von 37, die im Augenblick kosten, runter auf 15. Das ist ein Appel und ein Ei. Was wir als Handelseinnahmen erzielen, unsere Angestellten, die das Ganze betreuen, für die müssen wir Geld ausgeben. Das ist krass. Und auf dem britischen Markt wiederum, da seht ihr auch, wie der Preis von Handfeuerwaffen sich verändert. Der verändert sich fast gar nicht. Und das ist Mobben. Das ist echt die pure Angeberei. Schaut mal, wie die Briten da angeben. Die haben einen so großen Markt. Die haben solche gigantischen Mengen von Handfeuerwaffen. Ob wir da kommen als kleines Belgien und ein paar Handfeuerwaffen von denen importieren, das hat auf deren Preis gar keinen Einfluss. Bei denen in Großbritannien, das juckt die überhaupt nicht. Das ist für die, wir sind für die quasi, wir sind ein Kleinstkunde. Wir zählen gar nicht. Das ist demütigend, ich sage es ganz offen. Für uns ist es dagegen entscheidend. Unser Staat würde die für einen Drittel Preis bekommen, wie bislang, oder für 2,5-fachen Preis. Also für Hälfte,
für 40% des bisherigen Preises. Ne? Die Frage ist, was ist da irgendwie billiger? Genau weiß man es nicht. Das Ganze beprüfen wir jetzt auch einmal bei den Artillerien. Hier links. Ah, hier sieht es auch mau aus. Das ist krass. Aber vielleicht können wir das koppeln. Wisst ihr, wie wir das machen? Bei den Briten, da brauchen wir 10 Clipper, um die zu holen. Hier sackt der Preis auch dramatisch runter. Wir haben ein kleines Minus, aber vielleicht kriegen wir das korrigiert mit einem Trick. Ich mache mal einen Trick. Wir gehen hier mal rein auf Artillerie, geben viel Geld aus dafür, dass wir hier diese Route haben und brauchen dafür auch Konvois. 10 Konvois zur Verfügung stehen uns, da oben stehen uns 472. Das ist die Kapazität, die wir haben. Bürokratie kosten 0, weil wir eine Handelsroute mit denen haben. Das heißt, der Wert oben wird nicht beeinträchtigt. An der Höhe der, die Menge ist überall gleich. Wir machen einmal diese Sache hier mit den Briten. Das ist das Anfänger-Tutorial hier, das ich hier spiele, Gluck-Gluck. Das ist das hier. Da bist ihr durch. Und jetzt gucken wir uns mal an. Im Markt. Artillerie haben wir gerade gemacht, ne? Jetzt gehen wir mal gucken im Markt. Gehen wir bei den Handelsrouten rein und schauen mal, was wir gemacht haben. Da sind die hier. Und wir haben eine Route, die läuft hier rüber. Preis sackte dramatisch runter. Wir zahlen. Der Preis der Artillerie sackte ins Bodenlose. Wir sind die einzigen, die für Artillerie aufkommen müssen. Eine unserer, die Waffenfabrik bei uns wird allerdings ein dickes Problem haben, weil die eine, die wir haben, weil der Binnenpreis sagt auch im Keller, es kann sein, dass die pleite gehen. Das ist echt übel. Das wiederum kann die Anteilseigner auch in die Armut stürzen und kann auch deren Loyalität der Regierung gegenüber und gegenüber uns drücken. Das kann ganze Ketten geben von Aktionen, die kommen. Jetzt versuchen wir das auszugleichen. Wir haben als Standardaktion Importzölle und Exportzölle. 15% kassieren wir für alle Waren, die wir importieren. Das heißt, wir bekommen ein bisschen Geld auch rein. Jetzt wechseln wir mal auf Importzölle 30%. Jetzt ist noch ein bisschen teurer, aber der Preis, gar keine Veränderung hier. Ich hatte gehofft, der Preis verändert sich hierdurch. Vielleicht über Zeit. Boah, das ist krass. Ich weiß nicht, ob wir das der Handels, ob wir das, also das ist echt ein Kellerpreis hier. Wir checken mal was anderes. Ich mache die Route erstmal wieder weg. Und wir probieren erstmal, ob wir bei unserer Waffenfabrik umschneiden, oder wir machen das sofort. Wir gehen mal unsere einzige Waffenfabrik, die wir haben, uns einmal angucken. Hier ist sie. Und die hat, wir haben zwei Waffenfabriken und die haben verschiedene Produktionsmethoden. Ein neues Feature, das wir uns noch gar nicht angeschaut haben. Es gibt in jeder Fabrik oder in jedem Betrieb verschiedene Produktionsmethoden. Welche das sind, hängt von der Art des Betriebes ab. Je mehr technologische Forschung man betreibt, je mehr Gesetze man erlässt, desto größer wird die Auswahl von Sachen, die einem zur Verfügung stehen. Waffenfabriken ist hier, haben wir hier vorne bei der zweiten Art von Produktionsmethoden eine Auswahl. 4 gibt es insgesamt irgendwann zur Auswahl und im Augenblick stellen wir her Kanonen. Wir haben das angewählt. Wir könnten wechseln, Vorrang für Handfeuerwaffenproduktion. Wenn wir da runter gehen, stellen wir mehr Handfeuerwaffen her, aber weniger Artillerie. Und der Preis würde explodieren. Schaut mal, der Artilleriepreis würde explodieren. Und wenn wir runtergehen, stellen wir weniger Handfeuerwaffen her und deutlich mehr Artillerie. Wir machen mal Folgendes. Wir nehmen erstmal die Handelsroute wieder raus. Das kann man jederzeit machen. Wir experimentieren mal ein bisschen rum gemeinsam. Wir gehen einmal in die Handelsrouten hier rein, machen die nochmal weg. Das hat keine negativen Konsequenzen für uns. Und überprüfen das nochmal bei den Waffenfabriken hier vorne. Gehen ja nochmal hin. Überprüfen das mal bei den Waffenfabriken hier. Bei den Produktionsmethoden. Also im Augenblick ist der Preis bei, ohne Handelsrouten für Handfeuerwaffen. Ich muss euch die Symbole kurz erklären, dann kommt ihr besser klar. Die Symbole bei den Preisen erkläre ich euch noch kurz.
Schaut mal hier, wenn man die so sortiert, so kann man das am besten erkennen. Wenn der Symbol beim Preis, wenn der Preis stark überhöht ist, dann gibt es so dicke, goldene Geldmünzentürme. Das heißt Wucherpreis. Je niedriger der Preis wird, dann wird er nicht mehr golden, sondern silbern. Und ist der Preis ganz im Keller, dann ist er nur noch kupferfarben. Ja, dann sind das nur billige Kupfermünzen. Und innerhalb dieser Kategorien Silber, Gold und Bronze sind die Stapel verschieden groß. Das heißt, an dem Symbol kann man erkennen, wo man ist. Das Problem, also im Augenblick sind die, sie sind ja schon relativ billig. Wir lassen es einfach mal so, wie es ist. Wir lassen mal alles so, wie es ist. Die sind schon billig genug. Ich am Beispiel, also das Gute ist, dass wir das Beispiel uns angeguckt haben, aber wir lassen mal bei der Einstellung, wie das ist. Als nächstes gucken wir uns Papier an. Papier werden wir auch gewarnt hier. Da hätten wir ein Papierproblem. Papierrouten haben wir im Augenblick noch gar keine. Genau. Wir werfen mal einen Blick darauf, wie Papier im Augenblick, Papierproduktion extrem groß. Wir haben Papierfabriken. Wir haben eine in Flandern und keine in Wallonien. Wir schauen uns die in Flandern mal an. Und schauen, ob wir da irgendwas machen können, dass wir mehr Papier produzieren. Wir haben ja zwei Produktionsmethoden zur Auswahl. Sulfitbrei und Breipressen, die geben schon mehr Papier. Wir brauchen mehr Holz und Schwefel, da haben wir schon alles richtig gemacht. Da können wir nicht dran drehen. Wir müssen auf jeden Fall Papier importieren. Ich gehe mal ein bisschen auf Spieltempo. Wir gehen rein in den Markt, machen eine Importroute für Papier, damit wir im Regierungsgebäude niedrige Papierpreise haben werden. Haben zur Auswahl zu den Briten, können wir rübergehen. Unsere Handelsroute würde sogar uns noch einen Profit bringen für die Staatskasse über unsere Zölle und Abgaben. 7 Konvois würden benutzt werden, 15 würde importiert, Preis würde drastisch sinken, von 41 auf 35. Kostet uns keine Bürokratiekosten, Konvois haben wir genug, machen wir. Ja? Jetzt sagt der Preis schon mal runter, den verfolgen wir jetzt weiter. Dann wollten wir uns noch anschauen, Holz, Schwefel, Tuch und Eisen. Wir gehen einfach mal, das sind auch typische, oder wir gehen einfach mal alles durch hier. Wir gehen einmal rein in die normalen Preise hier, schauen uns mal an, was besonders teuer ist oder was wir exportieren können. Sehr billig ist Transport, damit kann man nicht handeln, das ist der innenpolitische Transport hier. Holz ist sehr billig. Was ich gar nicht, ist ein bisschen billiger. 18% billiger als der Grundpreis, finde ich eigentlich okay, weil wir ja auch als Staat Holz brauchen, aber unsere Holzbetriebe haben Probleme. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dann drehen, aber 18% ist nicht so doll, das kann man doch lassen. Wir drehen den Marktpreis einmal rauf hier. Ja, das geht alles noch, da müssen wir gerade nicht unbedingt drehen. Dann gucken wir mal hier vorne bei den Industriewaren rein. Sehr hohe Werkzeugpreise. Werkzeuge brauchen wir auch für Regierungsgebäude, Hartholz auch ein Problem. Wir gucken mal, ob wir die Produktion für diese Güter vergrößern können. Ob wir das machen können in den Werkzeugfabriken und in den Holzfabriken. Gehen hier vorne einmal rein nach Flandern, rufen auf. Die Werkzeugfabriken, hier haben wir gar keine. Hier haben wir eine Werkzeugfabrik, 2 haben wir hier sogar. 3 Produktionsmethoden zur Auswahl. Wir produzieren Stahlwerkzeuge im Augenblick. Dadurch haben wir mehr an Werkzeugen pro Fabrik als sonst. Wir brauchen allerdings auch deutlich mehr Holz und Stahl. Hier würden wir deutlich weniger Werkzeuge produzieren. Ihr seht, wie der Preis sich verändert. Es gilt, die sind ja sortiert von weniger fortschrittlich zu fortschrittlich. Das heißt, das hier, krude Werkzeuge, ist das, was immer geht. Je mehr Technologien man hatte, wir starten mit ein paar, desto fortschrittlicher wird das hier. Das heißt aber nicht immer, dass je moderner die Fertigungsmethode ist, desto besser für uns. Es gibt Sachen, die können wir uns vielleicht nicht leisten. Oder wir produzieren dann zu viel oder von anderen Sachen verbrauchen wir zu viel. Das ist aber im Prinzip okay. Also wir produzieren das Maximum an Werkzeugen. Finde ich okay, ist eine sehr effektive Art hier zu produzieren. Die sind super produktiv. Wir haben gehören mit die besten Werkzeugfabriken der großen weiten Welt ist hier, das lassen wir alles so stehen.
Wir könnten noch ein bisschen Werkzeuge importieren. Dann würden wir die Produktivität der Werkzeugfabriken senken. Dadurch würde unser Bruttoinlandsprodukt senken. Aber andererseits, alle Leute, die Werkzeuge brauchen, würden die billiger bekommen, auch der Staat. Das ist eine Frage, ob wir jetzt schon handeln müssen. Also ob der Preisunterschied so groß ist. Ich finde, der ist nicht so groß, dass wir hier handeln müssen. Ich würde gerne mal alle Handelsrouten überblicken, die wir haben, weil es sieht ja so aus, als würde wir im Augenblick... Oh, hier müssen wir was dran drehen. An Luxuskleidung und an Porzellan für die reichen Leute. Mega. Mega teuer, das Zeug. Unsere reichen werden noch verarmen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Danke an SK, an Screenix fürs Abo und an Phoenix. Da müssen wir dringend dran drehen. Wir schauen mal, ob wir Handelsrouten haben für Luxusgut oder Porzellan oder ob wir das sogar herstellen. Wir checken das hier einmal. In Tuchfabriken stellen wir das, glaube ich, nicht her. Nee, da stellen wir nur normale Kleidung her. Und in Wallonien, da stellen wir auch nichts her, was da irgendwie helfen könnte. Dann kontrollieren wir erstmal, ob wir in den Tuchfabriken Produktionsmethoden ändern können, um mehr davon herzustellen. Wir haben schon die Färbereien. Dadurch wird Kleidung hergestellt. Handgenähte Kleidung, weniger Kleidung, mehr Färbemittel. Oh, das lassen wir alles so, wie es ist. Dann checken wir das hier vorne. Oh, Vorrang für Luxuskleidung. Das ist im Augenblick aktiv. Wir könnten auf Handnäharbeit gehen. Oh, schaut euch das an. Wenn wir hier die Produktionsmethode ändern, würden wir bergeweise mehr Luxuskleidung produzieren. Und der Preis würde von 105 einen megateuren Preis sinken auf 15. Damit würden unsere Tuchfabriken allerdings auch völlig unproduktiv werden. Es sei denn, wir würden das Zeugs exportieren dann. Dadurch könnten wir das wieder ausgleichen. Wir würden weniger Kleidung herstellen. Die Kleidung würde etwas teurer werden, würde auf Normalpreis kommen. Das heißt, die breite Masse würde etwas mehr Geld ausgeben müssen. Wir würden mehr Tuch und mehr Seide verbrauchen. Guckt mal, der Seideverbrauch würde extrem steigen, der Seidepreis von 40 auf 70. Dadurch würde die Tuchfabrik total unproduktiv laufen. Die würde also weniger Geld bekommen für ihre Luxuskleidung und müsste bergeweise was einkaufen, Seide, was super teuer ist. Ich würde sagen, wir lassen mal alles, wie es ist hier. Und schauen lieber, dass wir das mal importiert bekommen hier. Oder wir schauen, dass wir Seide importiert bekommen. Das wäre die Alternative. Das könnten wir auch machen. Und Luxuskleidung exportieren. Sollen wir das mal versuchen? Dann könnten wir nämlich diese fortschrittliche Produktionsmethode nutzen. Dann würden hier Verkäufer arbeiten. Schaut mal da unten. Die Leute verdienen besser. Ja, mehr Verkäufer. Also dann haben wir mehr Leute einer gehobenen, die gutes Geld verdienen bei uns. Sollen wir das mal versuchen? Rennwagen, danke dir. Wir versuchen das mal. Also wir müssen Seide importieren, um den Preis zu verändern. Wir klicken da einmal drauf. Das wird sofort übernommen. Und Seidepreis massiv. Oh, hier steht, das würde sogar gehen mit dem Seidepreis angeblich. Ich lasse mal einen Moment weiterlaufen. Jetzt wird das Journal erklärt hier. Okay, wir schauen uns das Journal mal an. Hier kehren wir gleich zurück hin. Das ist hier vorne. Und wir werden aufgefordert, ein Gebäude zu erweitern. Das habe ich gerade schon gemacht. Das sind Tutorial-Quests, die wir bekommen. Wir sollen die Weizenfelder in Wallonien erweitern, da machen wir nichts mit falsch und dann geht das Spiel weiter. Viel Glück, danke, wissen wir, werden wir machen, alles klar. Ja, das ist eine der Sachen, die wir hier vorne jetzt machen. Also wir waren bei Seide. Bei den Tuchfabriken. Lassen wir kurz die Zeit laufen. Beschäftigungseffekte geht rauf. Mehr Leute werden jetzt hier arbeiten. Der blaue Balken füllt sich, die Verkäufer müssen erstmal gefunden werden, die kommen aber. Die waren vorher arbeitslos oder Bauern qualifizieren sich für diese Berufe. Und die Preise verändern sich dann so allmählich hier. Und ihr seht, Seide leidet sogar unter zu einer Warenzufuhrknappheit. Mit anderen Worten, der Preis ist so krass, dass wir nicht mal Seide bekommen. Da müssen wir also sofort was ändern. Wir gehen einmal raus, gehen einmal in den Seideimport rein und versuchen eine Handelsroute für Seide zu bekommen. Mal schauen, ob wir eine finden hier.
Oh ja, und die sind super produktiv für uns, für den Staat. Für die noch dumm und dämlich. Wir könnten mit den Franzosen eine machen, das kostet uns keine Konvois. Und wir, ja, das ist ja cool. Und der Seidepreis wird gesenkt von 70 auf 55, das ist massiv. Und bei denen, weil das so ein großer Markt ist, kaum Preisveränderung. Wir brauchen keine Konvois dafür, wir brauchen allerdings Bürokratiekosten. Das können wir später machen. Wir machen einmal das hier. Da gehen wir drauf. Seidepreis sinkt auf 55. Haben wir gemacht. Schauen uns mal den Seidepreis jetzt hier an. Wie das sich hier verändert. Es ist nur wenig Seide in der Fabrik. Der Preis war teuer. Auf eine höhere Spielgeschwindigkeit. Verändert sich der Preis schon? Ist immer noch. Wir gehen einmal noch mal gucken beim Markt. Beim Seidepreis direkt. Seide war bei den Industrieprodukten hier vorne. Und der Preis ist immer noch sehr hoch. Wir brauchen eine zweite Route. Sonst geht die Tuchfabrik alle. Das wird so nicht reichen. Und mit der verdienen wir auch Geld durch die Zölle. Wir holen uns noch eine Seidenimportroute. Hier unten. Gehen hier rein, gehen zu den Franzosen rüber. Seidenpreis sinkt dann für uns aber auf 34. Das ist okay. Von 56 auf 34. Und wir verdienen als Staat noch Geld damit. Konvoi-Kapazität haben wir keine. Wir müssen keine Schiffe losschicken. Wir haben eine Landgrenze. Einmal hier hin. Und jetzt sollte der Seidepreis super sein. Ja, das alte Preis geringfügig im Plus. Das haben wir hinbekommen. Jetzt checken wir nochmal die, wie das funktioniert. Jetzt müsste sich auch der Preis für die Luxusgüter, für die Luxuskleidung verändern gleich. Wir checken nochmal die Tuchfabriken hier. Und sehen, ja, jetzt wird Tuch, ja, wenn die Luxusgüter jetzt hier, davon wird jetzt hier viel hergestellt. Luxusgüterpreis ist stark gesunken, steigt auch weiter. Der Einkauf von Tuch und Seide funktioniert, ist nicht zu teuer, nicht zu billig, alle können damit leben. Die Seide wird importiert, wir haben keine eigenen, also wir könnten diesen Seidepreis auch weiter drücken, das wäre uns eigentlich egal. Weil wir haben ja keine Seidefabriken oder Farmen, das kommt alles aus dem Ausland. Das heißt, unsere Seideproduzenten, die können nicht verarmen, wenn der Seidepreis sinkt. Könnten das sogar noch weiter drücken, dann wird die Produktion noch besser werden für die. Wir könnten von den Spaniern mit ihnen auch noch eine Exportroute machen. Dann würden die explodieren, die Tuchfabriken, so produktiv wären die dann. Ginge auch noch. Ne? Aber das Problem ist noch, der Kleidungspreis ist zu sehr hoch gegangen und die Luxuskleidung ist etwas zu billig geworden. Nein, Luxuskleidung ist zu billig, wir brauchen mehr Nachfrage. Exportroute. Exportroute für Luxusgüter. Einmal hier reingehen. Checken, ob wir hatten nur, glaube ich, noch keine, ne? Wir hatten eine Importroute. Die canceln wir jetzt. Dann geht der Preis rauf. Preis von Luxusklamotten. Jetzt passt's. Jetzt haben wir es hinbekommen. Ja? Jetzt sieht's okay aus. Jetzt seht ihr gleich, werden andere Dinge noch billig und teuer. Und wir haben noch keine Forschung betrieben. Das müssen wir auch gleich machen. Aber ja, alle vier Tuchfabriken stellen nur Luxuskleidung hier, Henkel. Man kann, wenn man Fabriken in verschiedenen Regionen hat, dann kann man das so einstellen, in der einen Region andere Produktionsmethoden in der anderen. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir in Wallonien gar keine, sondern die haben wir alle hier vorne und deshalb gilt das hier komplett alles für die hier vorne und für die andere nicht. Ja, alles klar?